Willkommen zurück bei Blood Moon. Und es wendet sich das Blatt nun. So, ich habe inzwischen einiges in Erfahrung gebracht, was es hier zu beachten gilt beim Spiel, auch mit dem Finden der Tränen. Ich habe mich natürlich nicht gespoilert, das heißt, ich weiß nicht, wo sich welche Location befindet. Hier durch den Wald zu laufen wird immer am längsten dauern. Achso, erstmal natürlich vielen Dank für die rege Teilnahme. Vielen Dank dafür, dass ihr mich hier echt bluten sehen wollt und ich... Alter, ich will das nicht. Ich will hier gar nicht sein. So, inzwischen weiß ich auch um die Bedeutung des Blutmondes. Alter, wo geht denn der Weg hier lang? Ich sehe das gerade gar nicht. Und ich bin sehr gespannt. Und ich habe jedes Mal, es macht wirklich einen Unterschied, ob man sich das anguckt und zuschaut oder selber spielt. Ich habe jedes Mal, wenn ich hier durch den Wald laufe, erstmal Gänsehaut. Und dann kamen die Gänse und forderten ihre Haut zurück. Und sie zerrten und bissen und rissen und fraßen, bis ich nur mehr ein Fleischsack war. So, ich weiß natürlich nicht genau. Wie gesagt, wir werden hier lange durch den Wald wandern, weil ich weiß überhaupt nicht, wo die verschiedenen Locations sind und ich habe hier absolut keine Orientierung. Und ich entferne mich von dem Leuchten weg. Mist. Hier ist die Grenze. Denn das Leuchten des Blutmondes dort hinter uns heißt, dass uns die hübsche Dame auf dem Fersen ist. Und je roter es wird, desto näher ist sie. Und soweit ich weiß, soll das Leuchten wohl zeigen, von wo aus der Blutmond leuchtet, zeigt er wohl, dass sie von dort aus kommen soll. Ich werde also jetzt, wo ich das weiß, werde ich also immer entgegengesetzt laufen wie ein kleines Häschen. Und somit niemals irgendetwas schaffen hier, weil ich ständig nur mit Rennen beschäftigt bin. So, ich hoffe mal, sie kann nicht durch Felsen laufen. Sie ist ja eine Geisterscheinung. Ich weiß aber nicht, ob sie vielleicht nicht doch durch Felsen laufen kann. Durch Bäume, durch Hindernisse. So, wir sind hier in einer Felsformation, die so aussieht. Sie ist doch bestimmt in der Nähe. Das ahne ich schon. Ich gehe mal lieber weg. Ich ahne, dass sie in der Nähe ist. Mein Bauch sagt es mir. So, gehen wir also mal in die andere Richtung, siehste? Auf einmal leuchtet es rot auf dem Boden. My Lady ist uns auf den Fersen. My Lady mag es nicht, wenn man in ihrem Wald spazieren geht. Da saß sie gerade noch und kämmte sich die langen schwarzen Haare. Ich bin noch nicht bekloppt und gehe in die Richtung jetzt. Oder doch? Man müsste die These eigentlich mal ausprobieren, aber ich will es nicht. Ich will da nicht lang. Aber man sieht, sie ist hinter den Felsen gewesen. Sie ist hinter den Felsen, dort, wo wir gerade noch waren. Und jetzt ist sie auf einmal dort. Sie ist genau hinter uns. Oh. Sie ist hinter uns. Ich gehe mal eben weg. Sorry, Mädel, ich muss kacken. Ich habe gerade keine Zeit. Ich fürchte aber, das Let's Play kann sich ein bisschen hinziehen, weil das Problem ist, wenn man die Locations hier nicht kennt. Ihr habt ja alle dafür gewotet, also fast alle haben dafür gewotet, dass wir das als Let's Play durchziehen.
Und ich fürchte aber, wenn man die Gegend hier nicht kennt, wenn man nicht weiß, wo man hier hin muss oder was man bei den einzelnen Sachen machen muss, wie hier zum Beispiel bei den Steinen, dann könnte es mitunter ein wenig dauern, bis wir hier zu Ergebnissen kommen. Ach, hier sind wir. Oh nein! Nein, ich will nicht! Oh, warum nur? Warum nur? Ich will da nicht rein. Und ich glaube, dass diese ganzen Sprüche hier, diese ganzen Sätze, die erzählen eine Geschichte, dass... Alter, leck mich. Die erzählen... Ich glaube, die erzählen die Geschichte, dass diese Frau oder dieses Mädchen sich hier versteckt hat, um ihrer Bestrafung zu entgehen. Aber ihrer Bestrafung als was oder warum? Das weiß ich nicht. Ja, toll. Ich weiß auch nicht, ob das hier immer die gleiche Map ist. Doch, das scheint immer die gleiche Map zu sein. Ich weiß aber nicht mehr, wie wir hier rauskommen. Da war sie gerade. Und soweit ich das jetzt gelesen habe, darf sie uns dreimal erwischen. Und dann wachen wir nicht mehr auf. Nein, 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 schlechte Idee, schlechte Idee. Ich gehe wieder hier zurück. Ich will nicht. Alter. Alter, ich hasse das. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Die blöde Kuh. Ist hier. Oh Gott, ich will da nicht lang. Ich will da nicht lang. Ich will da nicht lang. Ich will. Ich bin sehr ruhig geworden, weil ich hier so viel Spaß habe gerade. Mist, jetzt schnauft er auch noch, jetzt kann er nicht mehr laufen. Da war sie gerade, da war sie gerade, da war sie gerade, da war sie gerade. Ich bleibe ein bisschen auf Abstand. Kommt sie vorbei? Hingehen. Ich will da nicht hingehen. Okay, sie ist weg. Und ich habe fast das Gefühl. Aber wo ist sie hin? Halt die Schnauze! Alter! Bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her, bitte komm nicht her. La 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 la. Bleib weg, 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 bleib weg. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Hockt sie da jetzt immer noch drin? Nee. Und vor allem, warum guckt sie dann immer an? Ah, hu, ha, okay. Das haben wir erledigt. Jetzt kriegen wir die Träne. Es tränt. Lass mich, Mädchen. Huch, da kommt sie ja schon. Hua, pünktlich wie der Express. Wenn ich jetzt noch das Ding finden würde mit diesen Schüsseln, wo man die Tränen reinlegen muss. Ah, ich glaube, wir sind hier richtig. Wir sind hier richtig. Hoffe ich. Und sie ist uns auf den Fersen. Da ist es, da ist es, da ist es.
So hier. Ich habe dir geopfert. Sei wieder gut zu mir. Sei lieb. Sei lieb. Ich such doch nur deine Tränen, Mädchen. Alter, ich krieg hier gleich einen Kasper. Ich weiß nicht, wie man das am Stück durchspielen soll. Ach so. Moment. Da leuchtet unsere Träne und die sind jetzt einmal mir im Kreis gelaufen. Kommen wir hier auch wieder zurück? Hey, das ist ja da hinterm Berg. Wo ist sie denn? Die ist ja überall. Jetzt ist die da? Ich laufe in die Wildernis, ich laufe in die Wildernis, ich laufe in die Wildernis, das ist die beste Idee des Tages. Ach, hier kommen wir wieder zu diesem Tempel. Dann gehen wir da jetzt einfach vorbei. Ich glaube ja, den haben wir abgefrühstückt. Hier können wir noch eine andere Richtung gehen. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, denn... Das ist keine gute Idee. Der Blutmond nährt sich. Er nährt und nährt sich und dort schimmert es schon rot. Er nährt sich von den Toten und den Seelen. Labt sich an ihren Eingeweiden, verköstigt ihre Gedanken. Lieber werter Programmierersmann, bitte mach die... Ach du Scheiße, nein! Nein! Was? Okay, hier nicht einfach die Schale ditschen, was ist das da? Du bist gut zu mir. Du bist gut zu mir, ich folge dir. Ein Baum mit Rosen... Oder mit Blumen. Was muss ich hier machen? Sie nährt sich, sie nährt sich, sie kommt da. Sie wandelt hinter den Reihen. Und ich glaube, sie ist ziemlich nah. Da war sie gerade. Ich muss gehen. Scheiße, ich muss rausfinden, was man bei den einzelnen Plätzen macht. Ich führe sie an Plätze ihrer Vergangenheit. Da muss man doch dankbar sein. Vielleicht... Will sie uns dadurch ja ihre Dankbarkeit zeigen? Mit einem tödlichen Kuss? Mit dem sie uns die Seele aus den Lippen zieht? So, hier ist noch ein kleines Feld. Ich frage mich wirklich, ob sie durch Zäune gehen kann. Da kommt sie, da kommt sie, da kommt sie. Was? Was ist passiert? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Hier hat es also wohl gebrannt. Oh Gott. Und jetzt hat sie sich aufgelöst. Und kommt wahrscheinlich gleich aus einer anderen Richtung. Oder verhakt sie sich da, oder... Ich verstehe das noch nicht ganz. Nun kommt sie von da. Von da? Von wo?